Was ist noch schöner, als in Urlaubserinnerungen zu schwelgen? Natürlich Urlaub zu machen. Dafür sollte man jetzt aber dringend seinen Reisepass prüfen. Durch Zufall heute ins Kasterl reingeschaut. Oh je, meiner ist am 19. Juni abgelaufen. Vor etwas mehr als 20 Jahren sind wegen einer drohenden Gebührenerhöhung besonders viele Reisepässe beantragt worden. Alle 10 Jahre rechnen die Behörden daher mit einem Superpassjahr. 2020 wäre es wieder soweit gewesen, mehr als 1 Million Reisepässe verloren ihre Gültigkeit. Rund 140.000 davon allein in der Steiermark. Durch die Pandemie blieben allerdings viele Pässe unbeachtet, bestätigt man hier in Leoben. Heuer ist ein Murzeintrang auf den Reisepass und dementsprechend auch auf die Passbilder. Wir verzeichnen sicher 50% plus. Ein EU-konformes Reisepassfoto unterliegt strengen Regeln. Es gibt aber einige Tricks, um sich selbst darauf etwas besser zu gefallen. Man muss schon einmal mit dem entsprechenden Gefühl zum Fotografen gehen. Und dann ist es auch gut, wenn man ein bisschen eine Körperspannung hat, also wirklich gerade sitzt und die Schultern zurück, dass man ganz eine aufrechte Haltung hat und dann einfach an was Angenehmes denken. Im Moment ist es ja nicht schwer bei dem schönen Wetter. Und dann hat man schon ein leichtes Lächeln bzw. ein Funkeln in die Augen. Neben dem Reisepass darf im Urlaub bei vielen auch die Kamera nicht fehlen. Für die meisten ist die Kamera, die beste Kamera, momentan das Handy, weil sie einfach immer dabei ist. Aber es gibt nach wie vor als Alternative die gute Kompaktkamera. Für einen weiteren Schritt gibt es die Systemkameras. Da kann ich wirklich kreativ arbeiten. Blende, Verschlusszeit, ISO, so. Viele Händler bieten Workshops an, aber manchmal, da muss eben ein echter Profi ran. Also es war die Erstkommunion. Jo, es waren schon ganz coole Momente dabei. Momente, die jetzt für immer festgehalten sind.